Heute Abend geht es um die Entstehung der Vielfalt oder die Entstehung der Arten. Es ist ein sehr schwieriges Thema und weil ich es hier zu tun habe mit einem Publikum, das sehr vielseitig ist, muss ich versuchen, alle zu erreichen. Und das ist nicht einfach mit so einem Thema. Ich werde also so sprechen, dass ich die meisten, hoffentlich die meiste Zeit erreiche. Wenn es manchmal über den Kopf geht, ist es ja nicht so schlimm. Man wird wieder reinkommen. Wenn es unten drunter geht, nicht böse werden, es kommt schon wieder was Interessantes danach. Also man muss so ein bisschen Geduld haben. Man kann das Thema sehr wissenschaftlich machen und dann hat keiner was davon, denn die meisten würden dann, wenn sie nicht biologisch ausgebildet sind, mit der Terminologie alleine schon Probleme haben. Also, wo kommen all die Arten her? Darwin hat gesagt, durch den evolutionistischen Prozess. Also, Darwin war nicht der Erste, der geglaubt hatte an die Evolution, aber er ist eigentlich der moderne Vater dieser Lehre. Und es fing eigentlich an mit seiner Reise auf HMS Beagle, wo er gefragt wurde, um als Biologe mitzugehen, weil sie die Karte von Südamerika kartierten. Es war eine Weltreise sozusagen. Er hatte viel Zeit zum Denken und er hat einige Bücher mitgenommen. Er war ja auch sehr interessiert in die Theologie. Aber er hatte auch einen guten Freund, der hieß Charles Lyell, und der hatte kurz vorher eine Zusammensetzung geschrieben über die Entstehung der geologischen Schichten. Und dieses Buch von Lyell hatte er auch dabei und hat also beides vergleichen können. Das, was Lyell sagte über langfristige, lange Entstehung der verschiedenen geologischen Schichten, und dann, was er verstand von der Biologie und dann seinen theologischen Hintergrund. Wir müssen seinen theologischen Hintergrund verstehen, wenn wir die Evolutionslehre in ihrer jetzigen Zusammensetzung verstehen wollen. Zum Beispiel, zu der damaligen Zeit wurde gelehrt, dass Gott Tiere geschaffen hatte, unveränderlich. So wie sie geschaffen sind, so waren sie von Anfang an und würden auch immer so sein. In Englisch sagen wir immutable species, unveränderliche Arten. Und die ganze Klassifizierung des Tierenreiches war gegründet auf diesem Prinzip. Linnaeus hat das ganze Prinzip der Klassifizierung der Arten auseinandergesetzt mit der binominalen Nomenklatur, mit anderen Worten zwei Worte für jede Art, zum Beispiel wir sind Homo, Genus Homo, Speciesname ist dann Homo sapiens, und jede Art ist einzeln geschaffen von Gott, unveränderlich. Und das war diese Gedankenzusammensetzung der damaligen Zeit. Und Charles Darwin hatte die auch. Auf seinen Reisen kam er natürlich in verschiedene Gegenden und überall, wo er hinkam, sah er Dinge, die mit diesem Bild, den die Wissenschaft hatte, irgendwie nicht im Einklang waren. Und zwar vor allem hier auf den Galapagos-Inseln hat er verschiedene Tiere gesehen. Schildkröten, die überall ein bisschen anders waren auf den verschiedenen Inseln. Er hat Finches, was ist das wieder in Deutsch, habe ich schon wieder vergessen, Finken gesehen, die überall auf den verschiedenen Inseln, in den Galapagos-Inseln, ein bisschen verschieden waren. Und sein Konzept von langer Zeit gegenüber unveränderliche Erschaffung Gottes kam ins Wanken. Logisch. Ich glaube, wenn ich Charles Darwin wäre, hätte ich auch überlegt. Die Frage ist, was war eigentlich das Problem? Das Problem war, dass die Menschen geglaubt haben, dass Gott unveränderlich geschaffen hat. So ist es und es kann sich nicht ändern.
Wenn Darwin gewusst hätte, was wir heute wissen über die Genetika zum Beispiel, dann hätte er viel mehr Raum gehabt für andere Ideen. Aber so waren es zwei Ideen gegenübereinander. Die eine unveränderlich und hier alle diese verschiedenen Arten. Und dann auch der Samen des Gedankens von seinem Großvater schon, dass Evolution oder die allmähliche Veränderung von Tierarten eine Möglichkeit wäre. Und mit diesen Gedanken hat er dann die Reise unternommen und festgestellt zum Beispiel, dass die verschiedenen Finken total anders adaptiert waren auf den verschiedenen Inseln. Und es kam ihm der Gedanke, ist es nicht möglich, dass wir hier mit einem Urtypus zu tun haben und dass der durch adaptive Radiation, durch Adaptierung an die verschiedenen Umstände auf den verschiedenen Inseln sich allmählich aussortierten und dass da ursprünglich eine Art als Ahne gegenwärtig war und heute haben wir die verschiedenen Formen. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht los, denn es war ein logischer Gedanke. Charles Darwin war logisch. Ich war ja auch selbst lange Evolutionist und ich muss sagen, dass für mich war das logisch und es ist auch heute noch logisch. Was ist aber das Problem? Das Problem liegt viel tiefer als nur diese Veränderung, die wir hier sehen. Zum Beispiel die verschiedenen Finkarten, die man da so findet auf den Inseln. Da haben wir einige mit einem Schnabel, der sieht so aus, bis zu einem Schnabel, der so großartig ist, wie bei dieser Art hier. Nehmen wir den kleinen Schnabel, frisst hauptsächlich Insekten. Mit den mittelprächtigen, Kakteen, auch Insekten, mit den größeren, da können sie schon Insekten von den Bäumen oder aus den Ritzen herausholen. Und hier dieser mit dem großen Schnabel, der kann größere Saatarten auseinanderdrücken. Und ganz eindeutig, sie sehen sich ähnlich, ist doch möglich, dass sie einen ursprünglichen gemeinsamen Vorvater oder Ahnen hatten. Und somit kam der Gedanke immer mehr und mehr, nicht nur bei den Finken, sondern bei den anderen Lebewesen auch, bei Darwin ins Wühlen und er behauptete dann, dass dieser Gedanke, so wie er kam von den Menschen, die an die Schöpfung glauben, dass Gott unveränderlich geschaffen hatte, muss verkehrt sein. Dieser Gedanke von Ursprung und Veränderung muss richtig sein, also die Religion ist falsch. Der Gedanke der Schöpfung ist falsch und er verwirft alles, was er vorher geglaubt hat und wie er es verstanden hat und vertritt diese Hypothese. Den Mechanismus, um diese Veränderung überhaupt herbeizubringen, den nennt er natürliche Auslese. Das heißt, dass wenn da verschiedene Arten sind, die fast gleich sind, dann durch natürliche Auslese wird der Fittere, der Stärkere, der Bessere, Adaptierte überleben, im Gegensatz zu dem Schwächeren. Und so kann man in Zeit Veränderungen haben in den verschiedenen Arten. Also eigentlich recht logisch. Komm, wir betrachten jetzt mal die ganze Evolutionstheorie, so wie sie gelehrt wird, und wir sehen mal, ob das überhaupt möglich ist, dass es so ist, und war Darwin richtig mit seiner neuen Theorie, oder sind da andere Probleme, von denen er vielleicht gar nichts wusste? Oder war seine Einstellung gegenüber der Schöpfung vielleicht total verkehrt? Das gibt ja vielleicht andere Möglichkeiten. So, wir fangen mal ganz von vorne an. Wir gehen mal so durch die Evolutionslehre hindurch und betrachten sie auch mal von einer anderen Seite. Die erste Frage, die wir uns fragen müssen, ist, wenn Evolution richtig ist, dann wie ist Leben entstanden?
Denn wir wissen ja, dass Leben sehr kompliziert ist, dass da Ordnung im Leben ist, dass es eigentlich gegen die Gesetze der Thermodynamik verstößt, denn wir gehen ja von einem Zustand der Unordnung zu einem Zustand der Ordnung und das ist gegen die Gesetze der Thermodynamik. Also wie behauptet die Wissenschaft, ist es dann entstanden? Sie behaupten, es müssten in der Unordnung Möglichkeit gegeben haben, die ausgenutzt worden sind, um Ordnung zu schaffen. Das ist ganz einfach. Also, das Leben fing an, how did life begin, durch das da auf dieser Erde, nachdem sie abgekühlt war und die verschiedenen Elemente dieser Erde in den heutigen Zustand so ungefähr kamen und viel Wasser gegenwärtig war und die Atmosphäre gegenwärtig war, anders als heute natürlich, dass in diesem natürlichen Zustand Leben hätte entstehen müssen. Und aus diesem einfachen Anfang von kosmischen Bombardierung der Erde, Veränderung der Zusammensetzung der Atmosphäre und Entstehung von Molekülen, endgültig auch von Lebewesen, und dann in der letzten Minute sozusagen dieser Erdgeschichte haben wir die Evolution, mit der wir uns heute befassen. Gut, wenn wir organische Materie, wir bestehen ja alle aus organischer Materie, und Lebewesen sind organische Lebewesen, sie bestehen aus Kohlenstoff und haben organische Molekülen, dann mussten die Bausteine für diesen Organismus ja auch irgendwie durch Zufall entstanden sein. Und es muss behauptet werden, dass die primitive Erde eine reduzierende Atmosphäre haben musste. Mit anderen Worten, sie sah nicht aus wie die heutige, denn die heutige Atmosphäre ist ungeeignet für die Formung von organischen Bausteinen. Denn die heutige Atmosphäre hat Sauerstoff und Sauerstoff ist natürlich stark oxidierend, also Stoffe wie Lipide und so weiter und die Bausteine für Lebewesen könnten in der heutigen Atmosphäre überhaupt nicht spontan entstehen. Also brauchen wir eine Atmosphäre, die total reduzierend ist. Und es wird behauptet, dass diese Atmosphäre bestand aus Wasserstoff und Ammoniak und Kohlendioxid. Und dann war da auch Methan und Stickstoff und Wasser. Also es gab keinen Sauerstoff am Anfang. Wo kam der Sauerstoff denn endgültig her? Ja, der entstand erst viele Millionen Jahre später, als die ersten Organismen mit der Photosynthese Sauerstoff in die Atmosphäre hineinließen. Am Anfang waren die Bausteine für die ersten Organismen natürlich noch nicht da. Und man weiß, dass wenn man so eine Atmosphäre nimmt und man erlaubt Strahlung dadurch zu gehen oder Stürme, also einen elektrischen Sturm oder kosmische Strahlen, dann können sich aus diesen einfachen Bausteinen hier organische Moleküle sammeln. Und die Hypothese sagt dann, dass der Ursee oder das Meer nach vieler, vieler Zeit endgültig sich umänderte in einer Suppe von organischen Molekülen, weil diese Atmosphäre ständig bombardiert wurde. Und aus dieser Suppe von organischen Molekülen entstanden dann die ersten Lebewesen, die ersten Zellen und dann durch natürliche Auslese die verschiedenen Organismen, die wir so heute haben. Ein paar Probleme mit dieser Hypothese sind einfach, dass wo kommen diese Bausteine überhaupt her? Natürlich müssen sie aus der Erde herauskommen. Also es wird behauptet, sie sind durch Vulkanismus entstanden. Also die Atmosphäre ist durch Vulkanismus entstanden. Vulkanische Gase sehen aber anders aus, denn da ist Kohlenmonoxid, da ist Schwefeldioxid, da ist HCl, das ist Hydrochloric Acid, das ist Salzsäure. Die sind alle gegenwärtig und diese Atmosphäre ist nicht reduzierend. Und sobald sie nicht reduzierend ist, können keine Bausteine entstehen.
Das ist ein anderes Problem. Nämlich, dass in dieser primitiven Atmosphäre haben wir Wasser. In allen drei haben wir Wasser. Und sobald wir Wasser haben, dann haben wir ein Problem. Denn wenn kosmische Strahlen durchs Wasser gehen, dann photodissoziiert Wasser. Sogar Licht lässt es photodissoziieren und wir haben Wasserstoff und Radikale von Sauerstoff. Also sogar die früheste Atmosphäre, wenn da Wasser gegenwärtig ist, musste Sauerstoff hervorbringen. Und wenn da Sauerstoff war, dann kann nichts, was so wie Lipide und organische Moleküle ist, entstehen. Also sogar die früheste Atmosphäre hat enorme Probleme. In dieser Atmosphäre hier schon gar nicht. Also die Experimente, die gebraucht werden, um die Hypothese der Entstehung der ersten Moleküle zu beweisen, sind hauptsächlich angefangen worden durch Miller. Und Miller hat eine Kugel gebastelt und die primitive Atmosphäre, so wie sie geglaubt wird, dass sie so aussehen hätte können, da hineingetan und dann Funken durchgestickt, um elektrische Stürme und dergleichen nachzumachen. Und dann die Moleküle, die sich da sammeln, hat er hier gesammelt und analysiert und siehe da, es gab ein paar Aminosäuren und ein paar andere einfache Bausteine. Und seitdem Miller haben natürlich viele, viele Wissenschaftler diese Experimente wiederholt in verschiedenen Laboren. Und das meiste, was man so gebraucht, ist möglich, um es herzustellen. Problem ist, dass wenn die Moleküle sich hier formen, müssen sie sofort beseitigt werden aus diesem Glasbehäuse hier, denn das Gleiche, was sie formt, wird sie auch gleich wieder vernichten. Also so schnell, wie sie sich formen, so schnell vernichten sie. Man muss sie also entfernen aus dieser Umgebung und hier in einer Falle sammeln, sonst hat man sie nicht mehr. Also ein Problem in der Uratmosphäre ist, wo ist die Falle? Alles müsste ja da drin bleiben. Aber das ist nur ein Problem. Die anderen Probleme sind wesentlich größer. Eines der wichtigen Bausteine lebendiger Organismen sind natürlich die Aminosäuren. Also wir brauchen verschiedene Aminosäuren, um Proteine herzustellen. Aber Aminosäuren enthalten Stickstoff hier in der Form von NH2. Darum ist sie auch eine Aminosäure. Wo kommt das Stickstoff her? Natürlich aus der Atmosphäre und zwar von dem Ammoniak. Problem. Wenn da kein Sauerstoff gegenwärtig ist und kosmische Strahlen kommen rein, wird der Ammoniak sofort vernichtet. Und da haben wir ein Problem. Wenn Ammoniak gegenwärtig ist, dann formen sich keine Zucker. Denn Zucker wird sofort umgeändert in Glutamine und andere aminoartigen Substanzen. Wo kommen die Zuckerbausteine her für den DNA dann zum Beispiel? Also wenn man die Eigenschaften hat, die notwendig sind für die Entstehung von diesen Substanzen, dann sind die Eigenschaften total ungeeignet für die anderen Substanzen. Das ist das eine Problem. Dann brauchen wir auch hier eine ziemlich saure Umgebung. Die Bausteine von DNA, das ist ja das genetische Material, wovon wir zusammengesetzt sind, die werden ganz anders produziert. Wie kriege ich die natürlich von selber aus so einer Umgebung? Ich kann es nur hinbringen, wenn ich sämtliches Stickstoff aus der Atmosphäre heraushole und als Cyanide, das ist ja ein totales Gift, in das Meer hineinlege. Und zwar brauche ich eine sehr konzentrierte Form des Cyanides. Viel mehr konzentriert, als all das Stickstoff, das heute besteht, produzieren könnte. 10, 20 Mal so viel habe ich nötig. Und in dieser Situation kann ich unter diesen Umständen diese Bausteine produzieren. Aber dann habe ich ja all das Stickstoff weggenommen, ich habe es umgeändert in Cyanide und all das andere wird nicht mehr funktionieren. Das ist das nächste Problem.
Das nächste, ein weiteres Problem ist, dass in DNA, unser genetisches Material, gibt es natürlich Ribose, eines der Zuckerarten. Und wie gesagt, die können nicht geformt werden, wenn der Ammoniak in der Atmosphäre ist. Aber den Ammoniak haben wir nötig für die Aminosäuren. Problem. Weiteres Problem ist, um überhaupt Zuckerarten wie diese zu formen, habe ich eine konzentrierte Formaldehyd-Auflösung nötig. Wo kriege ich denn die her? Also brauche ich jetzt Formaldehyd und ich muss sehr alkalisch sein. Vor allem den Rest brauche ich sehr sauer. Also jetzt sehr alkalisch. Und das weitere Problem ist, wenn ich sie überhaupt unter natürlichen Umständen entstehen lasse in einer alkalischen Umgebung, sie können nicht bestehen in der alkalischen Umgebung. Sie können sich nur formen und werden dann durch Bertholoffs Reaktion sofort wieder vernichtet. Problem. Wir sehen also, dass wir die Bausteine nicht in einer Uratmosphäre alle zusammenbringen. Noch weitere Probleme. Ich gehe mal eins zu schnell. Hier ist eine Phosphatgruppe mit einer hohen Energieverbindung festgesetzt an so einen Baustein des DNAs. Und DNA hat natürlich die Information von wer und was wir sind in der Reihenfolge der Nukleotide in den DNA-Molekülen. Müssen also zusammengebastelt werden durch diese Phosphatverbindungen. Ist noch nie möglich gewesen unter natürlichen Umständen. Noch nie geschafft. Also rein chemisch scheint es unmöglich zu sein, dass die Bausteine überhaupt sich hätten zusammensetzen können. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem, dass wenn wir auch die Bausteine haben, haben wir alle Arten der Bausteine. Es gibt ja, wie einfach gesagt, Linkshändler und Rechtshändler von der gleichen Art. Sagen wir zwei Aminosäuren, eine ist links und das andere ist rechtshändig, so einfach gestellt. Und wir können nur L-Aminosäuren, also Linkshändler, gebrauchen. Wenn da nur ein R dazu ist, dann klappt es nicht. Und das kann man nicht auseinanderhalten. Also so viele Probleme, dass die Wissenschaftler schon gesagt haben, ist gar nicht möglich hier auf Erden, muss von woanders herkommen, es kommt aus dem All. Also da wird es produziert und dann kommt es her. Die Theorie heißt Panspermia. Was haben wir denn gemacht mit dem Problem? Wir können es nicht hier lösen, also wir verschieben es woanders hin, aber da ist ja genau das gleiche Problem. Es löst noch immer nicht das Problem. Also so einfach, um die verschiedenen komplizierten Bausteine des lebendigen Organismus zusammenzubringen, ist es nicht. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt passieren könnte, ist so unwahrscheinlich, dass wir eigentlich nicht weiter hätten diskutieren brauchen. Es geht da um die Möglichkeit von 10 zu Macht Tausenden, um das überhaupt zu produzieren, um nur 12 Aminosäuren aneinander in der richtigen Reihenfolge zu kriegen. Nur durch Zufall brauchte man zig Milliarden verschiedene Reaktionen. Die ganze Erde müsste mit einer Schicht Molekülen bedeckt werden, nur um das eine Molekül herbeizubringen. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir sprechen mal über Wahrscheinlichkeit. Wenn wir einen Stapel Holz haben und wir haben eine kleine Bombe drunter und die Bombe explodiert, das Holz fliegt in Fetzen in der ganzen Weltgeschichte umher, fällt runter und sammelt sich in einem perfekten kleinen Haus. Mit Tür und alles, was funktioniert, Feuer im Kamin sogar und so weiter. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hätte passieren können? Das ist lächerlich, das ist unmöglich. Rein wissenschaftlich, in der Physik wird die Zahl 10 hoch 80 gebraucht als das Maximum. Infinite, unendlich, die größte Zahl. Also wie viele Atome oder noch besser, wie viele Partikel gibt es im ganzen All?
Wir wissen, in einer Stecknadel gibt es wie viele? Milliarden. Also wie viel in einem ganzen Haus, wie viel auf Erden, wie viel in jedem Stern, wie viel in jeder Galaxie, wie viel im ganzen All. Weil die Wissenschaft rechnet das mit 10 hoch 80 ist die Zahl der Partikel in dem ganzen Weltall. Das ist alles, was existiert. Alles, jeder Elektron, jeder Proton, jeder Neutron, alles im ganzen All. Nur 10 hoch 80. Für nur ein paar Bausteine, sagen wir mal, die ersten Bausteine für ein Protein, um zusammenzukommen, wäre schon 10 hoch mehr wie 300. Also so viel, 1 zu so viel Partikel wie in zigtausend Milliarden Weltallen. Es ist das Gleiche, was wir hier sehen, oder wie ein anderer Wissenschaftler sagt, es ist das Gleiche wie ein Windsturm, der durch einen Haufen von Abfällen hindurchweht, und wenn er durchgegangen ist, dann steht da ein Jumbo fertig zum Fliegen, montiert. Das ist die gleiche Möglichkeit. Also wir haben hier mit unwahrscheinlichen Möglichkeiten zu tun oder Wahrscheinlichkeiten. Die Wissenschaft hat eine Antwort dafür. Es sind einige Bücher geschrieben worden, The Blind Watchmaker zum Beispiel, wo sie sagen, naja und? Ist doch egal. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit so, so sehr klein ist, dass es hätte passieren können, Tatsache ist, hier sind wir, es ist also passiert. So, das ist eigentlich das ganze Buch zusammengefasst in einem Satz. Ich lasse meine Studenten das Buch auch lesen. Und es ist nicht so einfach, wie diese Wissenschaftler behaupten. Kommen wir untersuchen mal die Möglichkeit. Also erstens, kurz zusammengefasst, um die Bausteine für lebendige Organismen zu bekommen, an erster Stelle nur durch Zufall, ist so unwahrscheinlich, dass man für alle praktischen Gebräuche eigentlich sagen könnte, vergiss es. Aber na gut, können wir sagen, es ist vielleicht passiert. Jetzt müssen wir aus den Bausteinen einen Organismus machen. Wir wollen ja heute Abend hier miteinander diskutieren. Wir sind doch hier, oder? Also wie sind wir hergekommen? Gut, wir haben also den ersten Organismus, der hat Gene, es ist eine einfache Zelle, ganz einfach, hat ein Gen, sieht auch irgendwie so aus und jetzt soll durch Evolution alles besser und besser und besser und besser werden, bis dass wir miteinander diskutieren können. Und zwar muss ich euch da erst informieren über zwei Worte, die wichtig sind in diesem Zusammenhang. Das erste Wort ist das Wort Genotypus. Der Genotypus ist die Zusammenstellung oder Zusammensetzung unserer Gene. Also wie sehen wir aus? Warum sehen wir aus, wie wir aussehen? Weil wir einen bestimmten Genotypus haben. Also wir haben bestimmte Gene. Und weil wir diese Gene haben, sehen wir aus, wie wir aussehen. Ist das für alle verständlich? Okay, ist doch logisch. Und dann haben wir auch einen Phänotypus. Phänotypus ist, wie wir aussehen. Ist das für alle verständlich? Also einfacher gesagt, auf einer Platte haben wir elektronisch festgelegt bestimmte elektronische Daten. Und wenn wir die auf einen Plattenspieler legen oder ein Tape in einen Tape-Recorder hineindrücken, was rauskommt, ist die Musik. Also hier ist die Information im Genotypus. Und wenn die Information interpretiert wird, dann haben wir den Phänotypus. Ist das für alle verständlich? Gut. Natürliche Auslese funktioniert nur auf der Ebene des Phänotypus. Das ist sehr wichtig. Natürliche Auslese funktioniert nur auf der Ebene des Phänotypus, aber auf der Ebene des Genotypus ist es reiner Zufall nach der Evolutionslehre, der hier irgendetwas verändern kann. Also hier finden Veränderungen statt durch Mutationen, und das sind Zufallsmutationen.
Und dann kommen sie zum Ausdruck im Phänotypus und erst wenn sie da sind, dann kann man bestätigen, ob sie gut oder schlecht waren. Also eine Regel in der Evolutionslehre ist, Evolution funktioniert oder natürliche Auslese funktioniert auf der Ebene des Genotypus, ach, des Phänotypus und nicht der Ebenetypus. Ich habe da immer ein dummes Beispiel. Was machen wir heute Abend, Damen oder Herren? Naja, mein Name ist sowieso schon unartig, ich mache es also wieder Damen. Zwei Damen, eine lange und eine kurze, kleine Runde und eine lange Schlanke, die gehen im Krügerpark in Südafrika spazieren. Sie haben bestimmte Gene, die Gene sagen, du bist kurz und die andere, die Gene sagen, du bist lang. Und sie spazieren und ein Löwe kommt hinter dem Busch hervor und beide hauen sie ab, wetzen wie die Wilden. Wer wird die Mahlzeit wohl werden? Die kleine Dicke, ja oder nein? Also die kleine Dicke. Der Löwe, war der interessiert in ihre Gene oder dass sie langsamer war, weil sie kurz und dick war? Der Löwe ist nur interessiert, sie ist langsamer, weil sie kurz und dick ist und darum kann ich sie schneller fangen. Also der Phänotypus, kurz und dick, war ihr Untergang, ja oder nein? Natürlich auch der Genotypus, aber der Löwe hat nichts mit dem Genotypus zu tun. Nur hier ist es wichtig, dass sie kurz und dick war. Und die längere, die haut ab. Also, die Moral der Geschichte ist, wenn man im Krügerpark spazieren geht, immer eine kurze Dicke mitnehmen. Es ist natürlich auch möglich, dass der Lange sich den Kopf anstößt an einem tiefen Ast. Wenn er zu lang ist, und dann kriegt er eine draufgepellt, fällt hin und dann ist der gefangen. Also die Dicke hat dann wieder einen Vorteil. Also natürliche Auslese, das kommt drauf an. Manchmal ist das eine gut in bestimmten Umständen und manchmal das andere. Aber immer ist es auf der Ebene des Phänotypes, wo die Wahl getroffen wird. Also hier haben wir ein Beispiel, ein einfaches Beispiel. Wir haben ein Buch. Und da drin steht ganz genau aufgezeichnet, wie man ein bestimmtes Flugzeug baut. Und diese Instruktionen, diese Aufzeichnungen, das ist der Genotypus. Und wenn ich es gebaut habe und das Flugzeug ist fertig, dann ist das der Phänotypus. Gut? Wenn das Buch schön zu ist und der Phänotypus ist noch nicht da, weiß ich, ob das Flugzeug gut fliegt, ja oder nein? Nein, also was muss erst da sein, vor dem ich weiß, dass es gut fliegt? Es muss erst gebaut werden, ja oder nein? Aha, gut. Also, wenn ich wissen will, ob etwas gut ist oder nicht so gut ist, dann muss es erst da sein, vor dem ich weiß, dass es gut oder nicht so gut ist. Ist das logisch? Gut. Mit anderen Worten, dieses Flugzeug muss erst existieren, vor dem ich sagen kann, du bist gut. Oder nicht so gut? Frage: Wer hat das Buch geschrieben? Eine logische Frage. Wer hat das Buch geschrieben? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das Buch ist geschrieben worden durch Zufall. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das Buch ist geschrieben worden durch einen, der versteht, um Flugzeuge zu bauen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und weil das Buch eigentlich nur Buchstaben hintereinander ist und Gene Nukleotide hintereinander sind, so wie Buchstaben, und natürliche Auslese hier nichts zu melden hat, denn hier ist es Zufall durch Mutation, ob etwas zustande kommt oder nicht, muss das ganze Buch durch Zufall entstanden sein. Und dann erst, wenn etwas gegenwärtig war, im Phänotypus, dann erst konnte gewählt werden, ob es gut war oder nicht. Also, versteht ihr jetzt das Prinzip der natürlichen Auslese? Ich kann weitermachen. Gut.
Also modifications in the genotype to bring about changes in the phenotype occur by chance through mutation. Das heißt, Veränderungen in dem Genotypus, um Veränderungen in dem Phänotypus zu bewirken, geschehen durch Zufall, durch Mutationen. Einfach nur zusammengefasst, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Also auf der Ebene des Genotypes ist es immer Zufall. Welche Mutationen kann ich jetzt haben? Ich kann verschiedene haben. Ich kann Punktmutationen haben. Das ist so wie einen Buchstaben rausschießen oder reinsetzen in einen Satz. Ich kann Chromosomenmutationen haben. Das sind viele, viele Buchstaben hintereinander. Ich kann also einen ganzen Satz oder ein ganzes Kapitel rausreißen oder reinsetzen oder umdrehen oder was auch immer. Das sind auch Mutationen, die passieren können. Aber was muss da sein? Die Buchstaben müssen da sein, ne? Sie müssen zusammengesetzt sein. Wer hat sie erst zusammengesetzt? Der Zufall, so lehrt die Evolutionslehre. Die Bausteine sind zusammengekommen durch Zufall, bis da etwas war, was nützlich war, und dann konnte man wählen, ob es gut war oder nicht. Was für Mutationen gibt es ganz eindeutig dann? Also wir können einen Buchstaben, eine Basis rausholen aus dem DNA. Wir können was dazu tun oder wir können etwas anderes an die Stelle davon stellen. Also wenn wir zum Beispiel den DNA-Molekül betrachten, der besteht ja nur aus vier Buchstaben. Unser Alphabet hat mehrere Buchstaben, mehr wie 20, und hier haben wir nur vier. Adenin, Guanin, Thiamin, Cytosin und so weiter. Und sie arbeiten immer 3-3 zusammen. Und wenn ich jetzt hier einen raushole, dann ändere ich den Satz. Und zwar, ganz einfach, sieht das so aus. Hier haben wir einen Satz, der aus 3 Buchstaben besteht. The cat and the hat. Die Katze und der Hut. Und weil die Buchstaben im DNA-Molekül alle 3-3 gelesen werden, wenn ich eine Mutation habe, wo ich das C heraushole, dann liest mein Enzym den Satz zunächst THE und dann die nächsten 3, weil das C ist ja weg, zusammen, und dann die nächste 3, und dann liest mein Satz der ATHANDETHEA. Mit anderen Worten, eine Mutation ist meist sehr nachträglich für den Organismus, weil er den ganzen Satz durcheinander bringt, wenn er von dieser Art ist. Wenn ich einen dazu tue, ist es genauso schlimm. Dann liest es genau das Gleiche. Wenn ich zum Beispiel da was anderes dazu tun würde, dann hätte ich, sagen wir mal, es wäre ein T, dann wäre es de te ka a tan de te he he a at. Naja, nicht sehr gut. Also die meisten Mutationen, wenn sie zum Ausdruck kommen im Phänotypus, so wie hier, diese arme Pinguine, die weiß ist und nicht schwarz, kann die Sonnenstrahlen nicht so gut aufnehmen, wenn sie mal da sind in der Antarktika, hat ein Problem im Vergleich zu den anderen, und wir sagen, so eine Mutation ist zum Nachteil des Organismus. Die meisten Mutationen kommen nicht zum Ausdruck, sie bleiben rezessiv, denn glücklicherweise ist da immer mehr wie eins. Wir haben mehr als einen Allel für einen bestimmten Gen. Das ist wiederum ein Problem. Ursprünglich war da doch vielleicht nur einer. Wo kommt der nächste und der nächste und der nächste her? Aber die meisten Mutationen bleiben rezessiv. Gut, jetzt haben wir das Problem definiert von der natürlichen Auslese, dem Phänotypus, dem Genotypus. Und jetzt, was Darwin nicht wusste und was viele nicht wissen, nicht wussten, als sie die Evolutionstheorie formulierten, ist genau, wie sieht es denn da aus in den Genen? Und wie kam es überhaupt dazu, dass einfache einzellige Organismen mehrzellig werden konnten? Jetzt ganz einfach, die Deutschen waren sehr, sehr aktiv in der Evolutionslehre, und Haeckel hat diese Gastrea-Theorie zusammengebastelt, um zu erklären, wie man von einem einzelligen Organismus
zu einem mehrzelligen Organismus überhaupt hinkommen kann. Und seine Erklärung, die wird gelehrt in den Universitäten und, ist folgende. Er sagt also, der erste Organismus, der durch Zufall entstanden ist, der hatte ja Gene und auch einen Phänotypus und der sah jetzt so aus. Und dann wollen wir endgültig mehrzellig werden, so wie wir sind, wissen, dass passiert. Er sagt, naja, die erste Zelle, als sie sich verteilte, irgendwann mal, nach vielen Millionen Jahren, klebten die Zellen aneinander und dann hatten wir einen kleinen Ball von Zellen. Und den nannte er Moräa. Und dann mit der Zeit wurde dieser Ball immer ausführlicher und nachher wie ein Luftballon mit den Zellen außen und einer Flüssigkeit innen, so wie ein kleiner Ball. Und das nannte er dann die Blastea. Also hier haben wir einen hohlen Ball, so wie ein Tennisball, sagen wir mal, mit einer Höhle innen drin, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und dann mit der Zeit, da waren auch kleine Cilia da dran und das bewegte sich dann so durchs Wasser. Und die Cilia verursachten einen Strom und der Strom brachte immer das Essen zu der einen Seite des Balles, um das Essen aufzufangen, die kleinen einzelligen Organismen. Entstand dann eine Delle und die Delle wurde immer größer und größer. Und dann haben wir die Gastrea. Und zwar haben wir jetzt, wenn wir das ganz durchziehen und endlich vorne rauskommen, dann haben wir auch einen Mund und den anderen Teil an der anderen Seite. Und das Essen kann jetzt ganz durch. Und dann haben wir den Organismus oder die Basiszusammenstellung von allen Organismen, die wir heute haben. Und ist das überhaupt möglich? Und dann greifen sie in die Natur hinein und sagen, es gibt doch einzellige Organismen. Und es gibt Organismen, die so aussehen. Es gibt, Pandorina sieht so aus. Und es gibt Organismen, die sehen so aus. Es gibt, ja, Volvox sieht so aus. Und es gibt Organismen, die sehen so aus. Die Seeanemonen sehen so aus. Also, ist doch möglich. Schön, ist logisch. Und dann geht's gleich los. Also, so ist es passiert. Wir sehen heute die verschiedenen Organismen, es ist alles gut, durchaus möglich. Und wo ist denn euer Problem? Das Problem liegt in den Genen. Kommen wir, gehen mal in die Gene hinein und fragen, ob das überhaupt möglich ist. Also, der erste Organismus, die erste einfache Zelle, und wir machen das jetzt ganz einfach, hatte doch einen Gen, mindestens einen, der sagt, du siehst so aus. Da waren natürlich viele, da wird das Problem nur viel, viel größer. Aber wir machen es mal ganz einfach. Also machen wir es nur einen Gen. Die erste Zelle hatte einen Gen und der Gen sagt, du siehst so aus. Ist das für alle logisch? Gut. Und jetzt kommt eine Mutation. Ups. Und zufälligerweise eine nicht zu schlechte Mutation. Und dann haben wir eine neue Zelle, die sieht jetzt so aus. Denn der mutierte Gen macht, dass die Zelle, sagen wir mal, so aussieht. Möglich? Ja, durchaus möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Aber wir bestehen ja aus vielen Zellen, verschiedene Zellen. Wir haben Muskelzellen, so wie hier, ganz komplizierte Muskelzellen. Und wir haben ganz komplizierte Nervenzellen. Das sind Zellenarten, die haben nicht existiert in dem Urorganismus. Der war ja ganz einfach. Also der Nerv und die Muskelzelle, die mussten irgendwie später entstanden sein. Gut, wenn ich also einen multizellulären Organismus, so wie ich bin, zusammenstellen will, dann habe ich schon gleich wieder ein Problem. Also sagen wir mal, wir haben eine Muskelzelle, eine Zelle, die kontraktil ist. Die hat auch einen Gen, die sagt, du siehst so aus. Und eine andere Zelle, die ganz anders aussieht, so wie der Nervenzell, der muss auch ein Gen haben, der sagt, du siehst so aus. So what? Was, wenn ich einen Organismus habe, der zwei verschiedene Zellen in sich hat, wenn die nicht zusammenarbeiten, was hilft das? Überhaupt nichts. Und Haeckel hat den ersten Zell genommen, und sie zusammengesetzt als Gruppe. Wenn sie da zusammenstecken, sehen sie nicht alle genetisch gleich aus, die Zellen?
Aber wir wollen ja jetzt sie verändern, dass da verschiedene Arten von Zellen gegenwärtig sind. Zum Beispiel Muskelzellen und Nervenzellen. Also was habe ich nötig, wenn ich beides haben will in dem neuen Organismus? Ich möchte jetzt nicht nur die ursprüngliche Zellen haben mit ihrer Zusammenstellung, sondern ich möchte jetzt diese beiden haben. Dann brauche ich den ursprünglichen Gen, der sagt, du siehst so aus, und für die neue Zelle, die ganz anders aussieht, brauche ich was? Einen ganz anderen Gen, der sagt, du siehst so aus. Frage, wo kommt der neue Gen her? Wo kommt er her? Nur zwei Möglichkeiten. Entweder Zufall oder Schöpfung. Denn wir sind ja hier bei den Genen und das ist Genotypus, also Zufall oder Schöpfung. Was ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass so ein neuer Gen plötzlich da entstehen kann, der eine ganz andere Zelle zum Ausdruck bringt? Die Wahrscheinlichkeit ist, sagen wir mal, 10 hoch 300 mindestens. Das heißt, genau das Gleiche. Bumm, kleines süßes Häuslein. Bumm, Challenger Rocket. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Aber das ist ja nicht genug. Was hilft es, ich habe ein Muskelzell und ein Nervzell. Die müssen ja zusammenarbeiten. Hier im Kopf habe ich Nervenzellen und hier im Arm habe ich Muskelzellen. Und jetzt möchte ich dem Nerv Information geben, dass die Muskel sich zusammenzieht. Erstens muss der Nerv hier oben sein und die Muskel da unten. Es wäre ja eine Tragödie, wenn ich Muskeln im Kopf hätte, ja oder nein? Alle Zellen kommen ursprünglich von der ersten kleinen Zelle. Und auch in der Entwicklung des Menschen fängt ja alles an mit einer Zelle. So die kleine Zelle, mit der wir anfangen, hat alle Gene für alle Zellen in dem ganzen Körper, ja oder nein? Gut, warum habe ich Gehirnzellen hier oben und Muskelzellen hier? Einfach, weil aus dem ganzen Genotypus alle Gene abgeschalten sind, die nicht Nervenzellen sind, hier oben. Und alle Gene, die nicht Muskelzellen sind, hier abgeschalten habe in dem Muskel. Ist das verständlich? Also, wenn ich zwei Zellen habe, dann hilft es nicht nur, ich habe zwei Gene, sondern ich brauche auch einen Schalter, der sagt, du bist angeschalten, du bist ausgeschalten, hier im Arm. Sonst denke ich ja mit dem Arm nachher, oder? Also alles ist hier abgeschalten. Wenn ich zwei Reihen Lichter hier habe und ich möchte das Licht, die eine Reihe an und die andere Reihe aus haben, wie viele Schalter brauche ich an der Wand? Zwei. Gut. Also ich brauche wenigstens zwei Schalter. Das sind komplizierte Gene, die sagen, du bist angeschalten, du bist ausgeschalten oder umgekehrt. Wo kommen die denn her? Der ursprüngliche Organismus hatte doch keine Muskel- und Nervzellen. Wo kommen diese extra beiden Gene her? Zufall oder Schöpfung. Sie sind so kompliziert, sie werden nie gebraucht, außer in diesem Schaltungsprozess, müssen aber da sein, sonst kann der Organismus nicht funktionieren. Und ich brauche ja nicht in das Detail heute Abend hineingehen, aber der Schaltungsmechanismus ist viel komplizierter, als was ich euch eben gezeigt habe. Das ist mehr kompliziert, als was der Mensch noch je gebastelt hat. Also viel komplizierter als eine Mondrakete. Und das müssen wir jetzt sagen, ist durch was entstanden? Zufall. Evolutionisten haben keine Wahl, denn das ist nur reiner Genotypus. Das kommt nie zum Ausdruck im Phänotypus. Reiner Genotypus. Ist es genug, wenn ich sie anschalten kann, ja oder nein? Was hilft es mir? Ich habe einen Muskel hier und eine Gehirnzelle hier oben. Sie müssen doch zusammenarbeiten. Also irgendwie muss ich sie miteinander verbinden. Ich brauche also zwei Gene. Wenn ich nur zwei Zellen habe, brauche ich zwei Gene, die sagen, du siehst so aus, du siehst so aus. Eigentlich habe ich viel mehr nötig. Ich mache es ja einfach, ich bin ja lieb zu den Evolutionisten heute Abend.
Ich brauche zwei Schalter, zu sagen, du bist an, du bist aus, du bist an, du bist aus. Ich brauche etliche Gene, die die Physiologie kontrollieren, dass diese Zelle überhaupt als Nerv funktioniert und diese als Muskel funktioniert. Und ich brauche Gene, die überhaupt dafür sorgen, dass die beiden zusammen wachsen in der Embryologie und zusammenarbeiten. Die ursprüngliche kleine Zelle, die Haeckel dann einfach zwei von der gleichen Art aneinander geklebt haben, hat die alle diese Gene gehabt, ja oder nein? Natürlich nicht. Wo kommen die alle her, diese Gene? Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Gen zusammenbasteln, dann müssen wir mindestens 300 Nukleotiden in der richtigen Reihenfolge haben, dass die Botschaft auch Sinn macht. Und das wäre also mindestens 10 hoch, was, 125 oder 27 oder sowas ähnliches, immerhin mehr wie 1 zur Zahl Atome in zig Milliarden Weltallen. Oder Bumm, Challenger Rocket, Bumm, Mondrakete. Das muss man glauben. Man braucht unheimlich viel Glauben dazu. Denn Evolutionisten können nicht anders als zu sagen, im Genotyp funktioniert nur Chance, nur die Möglichkeit durch Mutation. Gut, jetzt kommen wir zu dem anderen Problem. Die natürliche Auslese wird in der Evolutionslehre angehoben zu einem Gott, der endgültig alles zurechtbastelt, was verkehrt ist, damit wir alle perfekt sind. Gestern Abend war ich ja so unartig und habe gezeigt, dass die Wissenschaft zeigt, wie imperfekt wir waren in der Vergangenheit im Vergleich zum Jetzt. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, wir waren perfekt am Anfang und wir sind jetzt imperfekt. Also, welches ist richtig? Wir haben auch gestern geredet, die Paläontologie zeigt, alles war besser und größer und vielfältiger damals, als was es heute ist. Also die Bibel ist mehr wahrscheinlich in diesem Sinne als die Wissenschaft. Also kommen wir betrachten mal natürliche Auslese. Die meiste natürliche Auslese ist stabilisierend. Das heißt, wenn ich eine große Variation in einer Bevölkerung habe, zum Beispiel der Leoparde da oder der Tiger mit den langen Zähnen, wenn der was beißen will, hat er Probleme damit. Das ist das eine Extrem der Variation. Und der andere mit den kleinen, nickerigen Zähnen, der kriegt nichts richtig gebissen, der sitzt an dieser Seite. Und endgültig, wenn die Bevölkerung groß wird, durch natürliche Auslese werden die Extreme meist abgeschnitten und die Bevölkerung stabilisiert und wir haben so einen mittelprächtigen Zahn, der alles gut machen kann. So, das ist, was die natürliche Auslese eigentlich macht. Um natürliche Auslese überhaupt funktionieren zu lassen, brauche ich mindestens zwei Varianten. Also, Selection requires that more than one variant exists. Wenn ich wählen will, der ist besser als der, wie viel brauche ich dann? Zwei. Kann ich wählen, wenn da nur einer ist? In Afrika kann man das angeblich machen, denn die haben Einparteistaaten und die wählen. Du gehst hin und du wählst für diese Partei und wenn sie gewonnen hat, dann springst du vor Freude. So funktioniert es da. Aber in der Natur normalerweise braucht man zwei Dinge, vor denen man wählen kann. Ein Problemchen da ist, wo kommen die zwei her? Dann brauchst du ja wieder Genvarianten, ja oder nein? Also wir haben wieder das Problem, extra Gene, wo kommen die her? Aber jetzt reden wir mal über natürliche Auslese. Dieser Gott, natürliche Auslese, der alles mehr und mehr und mehr und besser und besser und besser und besser macht. Wir fingen ja mit einer Zelle an, wir haben jetzt zigtausende, sogar Millionen Arten auf dieser Welt. Wie sind sie alle entstanden? Durch natürliche Auslese. Also wir brauchen mehr als einen Varianten. Also Beispiel, das immer gebraucht wird in der Wissenschaft, the peppered moth. Die dunkle Variation und die helle Variation mit der industriellen Revolution, mit viel Rauch und dergleichen, wurde die schwarze bevorzugt. Und wenn es ein bisschen sauberer ist, die Luft, dann wird die helle bevorzugt. Aber
Das ist der Phänotypus. Natürlich ist da auch ein Genotypus in diesem Phänotypus. Frage. Es ist jetzt eine Zeit von dunklen Bäumen. Welche von diesen beiden Varianten wird bevorzugt? Die dunkle. Und wenn wir jetzt erlauben, dass über lange Zeit hinweg die Umgebung sich nicht ändert und immer wieder wird die weiße durch natürliche Auslese weggenommen und die schwarze bleibt. Endgültig durch Speciation, durch die Formen der Art, wird dann die weiße Art verschwinden und nur die schwarze wird übrig bleiben. Ja oder nein? Okay. Frage. Es kann natürlich sein, dass vor dem alles vernichtet ist von dieser Art, dass die Zustände sich ändern und dann kannst du wieder zurückgehen zu anderen. Aber wir haben ja in der Evolution eine Änderung von einer Art zur anderen und die vorige verschwindet durch natürliche Auslese. Also wenn da zwei sind und es wird gewählt zwischen ihnen, natürliche Auslese, Survival of the Fittest, sorgt dafür, dass der bessere Adaptierte überlebt und der andere verschwindet. Was hat natürliche Auslese gemacht? Einen dazugezählt oder einen weggenommen? Seid ihr euch ganz sicher? Wenn wir zwei haben, sagen wir mal, in einer Umgebung nur kleine, dicke und lange. Und endgültig nach langer, langer Zeit gibt es nur noch lange. Dann was ist passiert mit der kleinen, dicken Form? Die ist ausgestorben durch welchen Prozess? Durch natürliche Auslese. Das ist Aussterbung. Natürliche Auslese hat also einen weggenommen. Ja oder nein? Okay. Was sagt die Wissenschaft, muss die natürliche Auslese machen? Alles mehr und mehr und besser und besser und besser machen. Wie kann ein Prozess, der im Prinzip wegnimmt, mehr machen? Wenn wir in der Paläontologie uns die verschiedenen Variationsmöglichkeiten ansehen, dann sehen wir, dass es viel mehr Varianten gibt von an einem einzigen Baum. In der Vergangenheit, in der Paläontologie, das, was es heute gibt, Liriodendron zum Beispiel, haben wir heute nur noch Varianten von dieser Blattart hier. Wo in der Vergangenheit die gleichen Bäume verschiedene Varianten hatten. Also, es ist alles weniger geworden. In der ganzen Paläontologie, in der Vergangenheit war da viel, viel mehr als jetzt. Natürliche Auslese reduziert, macht nicht mehr. Gut, also wenn die Gene nicht einfach so entstehen konnten, wenn natürliche Auslese nicht alles mehr und mehr und besser und besser und besser macht, vielleicht Stabilität bringt, ja, aber endgültig doch vernichtet, wie haben wir dann so eine enorme Vielfalt an Arten, so wie wir sie heute auf der Erde haben? Wenn der Gen nur durch Zufall oder Schöpfung entstehen konnte und in einer bestimmten Rasse, sagen wir mal die Hunderasse, so eine enorme Varietät gegenwärtig ist, so eine Variation, wie ist diese Variation denn überhaupt möglich? Denn wir wissen ja, dass durch die Züchtung der Hunde wir alles vom Great Dane bis zur kleinen Chihuahua hier alles drin haben, die Größenvariation und dann die Körperformvariation vom Schäferhund hier bis zum Windhund, bis zu der Bulldogge, ganz dick und stabil. Alle diese Varianten, kamen die durch natürliche Auslese dazu oder waren sie anfangs alle eingebaut? Die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Variation in einer Art ursprünglich eingebaute Variation ist. Wir wissen, dass die Variation in der Hunderasse alleine ist größer als die Variation in der sämtlichen Canidae-Gruppe. In anderen Worten, alle Hund, Wolf,
Fuchs und so weiter Arten, die es gibt. Die Variation im Körper ist nicht größer da als in einer kleinen Art die Hunderasse. Also eingebaute Variation ist die Erklärung für alle diese Körperformen. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die verschiedenen Gene für diese eingebaute Variation kamen alle durch Zufall in die Welt hinein, denn es ist ja Genotypus, der dafür verantwortlich ist, oder durch Schöpfung. Wenn wir glauben, dass es Zufall war, dann ist es für jeden Gen, der da ist, ist es, bumm, kleines Häuschen. Nicht wahr? Okay. Also das ist die Variation, die es so gibt in der Hunderasse. Wir sehen auch, dass in der gleichen Hunderasse wir so viele verschiedene Allele haben, also die Gene sind schon da, entweder Zufall oder Schöpfung. Denn bei dem Genotypus ist es immer Zufall oder Schöpfung. Haben wir kurze braune Haare, rote Haare, wir haben schwarz-weiß, wir haben ohne Haare, so wie diese beiden Hunde hier, wir haben lange, schwarze, lockige Haare, wir haben weiche Haare, so wie hier, der Afghan, lange, blonde Haare, wir haben langes, schwarzes Haar, weißes Haar, alle Haarfarben in der Hunderasse. Frage, die Gene für alle Haararten und Haarfarben bei der Menschen, bei den Menschenrassen, wo kommen die denn her? Entweder eingebaut am Anfang im wilden Typus, Adam und Eva hatten alle Gene, oder wir müssen, bumm, kleines Häuschen, bumm, kleines Häuschen, bumm, kleines Häuschen, glauben für alle Menschenrassen. Für mich ist es logischer, um zu denken, dass alle Gene eingebaut waren in dem Ursprünglichen. Und so wie hier bei der Hunderasse, wenn wir das auseinanderzehren, was sind die Möglichkeiten, dann finden wir all diese Variationen. Interessant ist, dass Hunde und Wölfe haben 78 Chromosome. Und mit 78 Chromosome kann man schon eine gewaltige Variation haben, nur wegen diesem Umstand. Ich werde das gleich weiter besprechen. Also diese gewaltigen Variationen, die wir hier sehen, sind entweder entstanden durch Zufall oder durch Schöpfung. Diese verschiedenen Schneckenarten hier, die Wissenschaftler hatten die alle klassifiziert als verschiedene Arten, bis sie festgestellt haben, dass unter verschiedenen Umständen verschiedene Farben und verschiedene Formen entstehen. Und zwar nicht durch Mutation, sondern durch Aktivierung von verschiedenen Genen in dem gleichen Organismus. Jeder Gen ist ja immer wieder diese Wahrscheinlichkeit, diese enorme Wahrscheinlichkeit, 1 zu den Zahl der Atomen in zigtausend Weltallen. Oder Schöpfung. Das ist die Möglichkeit. Heute wissen wir, das ist alles eine Art. Schmetterlinge. Wir haben verschiedene Formen und Farben von Schmetterlingen in verschiedenen Jahreszeiten. Die gleiche Art hat andere Gene aktiviert in verschiedenen Jahreszeiten. Wo kommen denn alle diese Gene her? Zufall oder Schöpfung? Das ist die einzige Möglichkeit, wenn wir die Variation in der Taube auseinanderzerren, um zu sehen, wie viel Variation ist da drin. Von der wilden Rasse hier wird gezüchtet, Größen, das größte Tier hier, die Riesentaube, wogegen die kleinste Taube. Und dann alle Formen so zwischendrin. Vom Landstreicher bis zur Opernsängerin hier und zum Skiläufer oder was, Schneeläufer hier oder was auch immer. Alle diese Variationen sind eingebaut in der wilden Rasse. Und wenn es da um die Gene geht, die hier verschieden aktiviert sind, wie sind sie zustande gekommen? Nur durch entweder Zufall oder Schöpfung. Hier haben wir eine Käferart und wenn wir die Gene da auseinander zerren und selektiv aktivieren unter verschiedenen Umständen,
dann haben wir von ganz schwarz zu ganz hell. Die verschiedenen Rassen der Menschen, von ganz schwarz zu ganz hell, ist es noch ein Problem? Ist es nicht möglich, dass die Gene die volle Variationsmöglichkeit eingebaut waren in dem ursprünglichen und dass durch die Umstände, die Zustände, die draußen herrschen, selektiv die eine oder die andere Genkombination aktiviert wird, sodass wir entweder schwarz haben oder weiß haben. Genau das gleiche hier bei dieser Käferart. Das ist eine Art. Verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Temperaturerscheinungen, gehen wir von ganz schwarz zu ganz weiß. Also das ist eine afrikanische und das ist eine europäische. Nicht wahr natürlich, sie kommen alle aus dem gleichen Gebiet. Aber wenn wir das in Menschen übertragen, die Variation für schwarz-weiß war drin, schon in den ursprünglichen. Das ist der Quagga. Der ganz berühmte Quagga. Quagga ist ein Tier, das ausgestorben ist, ein zebraartiges Tier. Und in den Museums Afrikas war das letzte noch gestopft da. Und vor einigen Jahren hat der Taxidermist, der da beim Museum arbeitet, ein Fell gefunden, das nicht anständig montiert wurde. Und er wollte es neu montieren, denn es gibt ja diese Tiere nur noch in Museums. Und hat festgestellt, das Fell war nicht ganz sauber montiert. Und zwar an der Innenseite waren da noch Blutgefäße dran und in diesen Blutgefäßen gab es auch noch Blutzellen. Und da bestand die Möglichkeit, um genetisch diese Blutzellen zu kartieren, um den Genotypus des Quaggas auszuarbeiten. Sie haben das dann zu Laboren geschickt in den Vereinigten Staaten. Und haben den Genotypus analysiert, also die Reihenfolge der Nukleotide in den Genen dieser ausgestorbenen Tierart. Und Wunder über Wunder, als sie das Resultat bekamen, war das Resultat, dass es der gleiche Genotypus ist für alle praktischen Zustände und Umstände als der jetzige Zebra. Und zwar war er ganz nah an dem Plain Zebra. Und heute haben sie ein Züchtungsprojekt, wo sie den Quagga wieder herzüchten wollen. Und sie gebrauchen einfach die normalen Prozesse, um aus dem jetzigen Zebra wieder die Variante, die verschwunden ist, herzuzüchten. Ist also gar nicht eine Art, die ausgestorben ist, sondern eine Variant in dem Gen, in der Genzusammensetzung des Zebras im Allgemeinen. Wir haben hier Marienkäfer in der Welt, die früher alle als verschiedene Arten betrachtet wurden. Zum Beispiel dem roten mit den schwarzen Punkten. In anderen Jahreszeiten war da ein schwarzer mit weiß. Und heute wissen wir, dass es genau die gleiche Art ist, aber in verschiedenen Jahreszeiten sieht er entweder so aus oder so aus. In anderen Worten, die Gene für beide sind eingebaut. Und diese Gene können entweder dann oder dann aktiviert werden. Frage, wo kommen alle diese Varianten, diese Genen her? Sie mussten ursprünglich gegenwärtig gewesen sein. Wir haben hier die unsichtbare fast Maus, die in weißem Sand lebt, dann ist sie weiß. Und wenn sie zwischen den Felsen lebt, dann ist sie schwarz. Perognathus californicus heißt diese Pocket Mouse, das ist so ein schöner Name, der rollt so von der Zunge, Perognathus californicus, naja. Und wir sehen, dass diese Maus muss also ein Gen haben, der beauftragt, dass das so aussieht und einen anderen Gen, der auch beauftragen kann, dass es so aussieht. Also wieder die Frage, wo kommen die Gene her? Diese beiden Eidechsenarten sind gleich genetisch, so wenn es an der Küste ist und so wenn es in den Bergen ist, damit sie unsichtbar an dem Felsen sind. Also wiederum eingebaute Variation. Also kurz Luft holen, jetzt wird es interessant.
Wir sehen, dass ein Gen kann nur durch Zufall oder durch Schöpfung hergestellt werden. Der natürliche Auslese funktioniert nicht auf der Ebene des Genotypus. Jetzt der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass Prozesse, die den Genotypus verändern können oder modifizieren können, um mehr Variation zustande zu bringen im Phänotypus, müssen auch durch Zufall entstehen. In anderen Worten, wenn da irgendwo in dem Gen, in der Genzusammensetzung ein Prozess ist, der den Gen verändern kann, dann ist das das Gleiche, als ob ich die Buchstaben oder die Worte in meinem Buch woanders hinlegen kann. Ist das logisch? Versteht ihr das? Wenn ich Worte rumschieben kann in meinem Buch, dann ändere ich die Satzzusammenstellung in meinem Buch. Aber es bleibt immer noch im Buch. Ich muss ja erst das Flugzeug bauen, vor dem ich weiß, ob es gut fliegt. Versteht ihr das? Also irgendwelche Prozesse, die den Genotypus verändern, sind auch Zufallsentstehungen. Jetzt, was bringt mehr Variation? Fertilization, Geschlechtsverkehr. Wenn es zwei Geschlechter gibt, sagt die Evolutionslehre, gibt es mehr Variation, weil du jetzt genetische Information austauschen kannst zwischen mehr als einem Organismus von der gleichen Art. Ist das verständlich? Okay, jetzt sagen wir mal, wenn ich nur ich wäre und ich hätte keine Frau und ich müsste mich vermehren, wie müsste ich das machen? Es wäre schwierig, ich weiß, aber ich könnte einen Klon machen. Ihr kennt ja einen Klon. Also wie sehr würde mein Klon aussehen? Unglücklicherweise für ihn genauso wie ich, ne? Der wäre genau der gleiche wie ich. Vielleicht ein bisschen kleiner am Anfang, aber er wäre das Gleiche. Also wenn es nur ich bin, dann gibt es einen Klon. Durch Geschlechtsvermischung kann ich viel mehr Variation haben. Also meine Nachkommen können jetzt mehr variiert sein. Ich kann eine kleine dicke Tochter haben und eine mittelprächtige und eine langbeinige. Ist das verständlich? Und wenn der Löwe kommt, welche wird wahrscheinlich gefangen? Jetzt gibt es mehr Spielraum. Die kleine dicke rennt nicht so gut, die hohe, die lange stößt sich ewig den Kopf an, die mittelprächtige schafft es vielleicht. Also, die natürliche Auslese hat jetzt mehr Auswahl. Ist das logisch? Okay, wo ist die Auswahl? Bei mir oder bei meinen Nachkommen? Die Mehrauswahl? Bei den Nachkommen. Gut. Schön überlegen. Die Nachkommen müssen ja erst da sein, vor dem da mehr Auswahl ist, ja oder nein? Also der Prozess, der diese Mehrauswahl herbeibringt, ist der unter einer natürlichen Auslese, ja oder nein? Nein, nein. Mit anderen Worten, dass es Mann und Frau gibt, ist wie entstanden? Zufall. Oder? War das eine Frau, die gelacht hat? Durch Zufall, ist die einzige Möglichkeit. Schau, ich kann nicht vorausrennen. Ich kann nicht sagen, hör mal, wenn wir Mann und Frau machen, dann haben wir mehr Auswahl und dann gibt es bessere natürliche Auslese. Das ist ja Vorausdenken. Der Prozess, um die Mehrauswahl zu machen, der muss irgendwie zustande kommen, vor dem die Mehrauswahl da ist. Versteht ihr das? Also diese Varianten, die müssen erst da sein, der Prozess, Zufall oder Schöpfung. Also, dass wir Mann und Frau sind, ist durch Zufall entstanden. Und dann der ganze Prozess, um die Zellen überhaupt beieinander passen zu lassen. Ich muss ja meine halbieren und meine Frau muss ihre halbieren, damit, wenn wir das zusammentun, dass da auch was Anständiges rauskommt am Ende. Also der ganze meiotische Prozess ist ein Genotypusprozess, auch durch Zufall.
Also das war das unpornografischste Bild, was ich für diesen Vortrag finden konnte. Dieser Prozess, den wir hier sehen, mit den beiden Geschlechtern, der ganze Austausch, alles was dazugehört, ist wie entstanden. Durch Zufall. Denn warum ist das überhaupt da nach der Wissenschaft? Warum ist das vorteilhaft nach der Wissenschaft? Warum gibt es zwei Geschlechter nach der Wissenschaft? Damit es mehr Variation gibt. Aber die Mehrvariation kommt ja erst, wenn dieser Prozess erstmal fertig ist, ja oder nein? Also der ganze Prozess ist durch Zufall entstanden, denn danach kommt er erst in die Zwickmühle. Hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Ist es besser oder nicht? Ist da mehr Variation? Und wenn einer das glauben will, dann braucht er schon sehr viel Glauben. Und hier haben wir die Chromosome. Die Information über wer und was wir sind, sind ja hier auf den Chromosomen festgelegt. Das ist das Buch. Ist das Genotypus oder Phänotypus? Das Genotypus, ganz eindeutig. Gut. Der Mensch hat die Information über wer und was wir sind hier auf 46 Chromosome festgelegt. 23 von der Mutter, 23 von dem Vater. Und die kommen so in Pärchen zusammen, wenn es Meiose gibt. Und dann können sie sich nachher, nach erst ein paar anderen Prozessen, wieder teilen. Und es ist möglich dann, dass der hier zu dieser Zelle geht und der zu der Zelle. Aber es ist auch möglich, dass der zu der Zelle geht und der zu der Zelle geht. Wir nennen das Random Sorting. Das ist rein Zufall, ob er dahin geht oder ob sie so liegen und der dahin geht und der dahin geht. Am Ende hat jeder genau das Gleiche aber. Vor dem das passiert aber, findet da erst ein kleiner Austausch statt. Sie tauschen genetisches Material. Und dieser Austausch hat nur einen Zweck. Und dieser Zweck ist, um mehr Variation herbeizubringen. Also das Blaue hier ist, sagen wir mal, vom Vater und das Rote ist von der Mutter. Jetzt wird da schön getauscht zwischen den Genen. Und dann haben wir endgültig hier eine Riesenvariation, die vorher nicht bestand. Ich habe jetzt was gemacht. In meinem Buch Wörter und Sätze ausgetauscht. Ja oder nein? Ist das im Genotypus oder im Phänotypus? Der ganze Prozess, den wir hier sehen, wie ist der entstanden? Nur zwei Möglichkeiten. Zufall oder Schöpfung. Natürlicher Auslese hat hier noch nichts zu sagen. Gar nichts. Denn es ist ja nur Austausch von Buchstaben. Wenn das nicht gelesen wird, wenn das Flugzeug nicht gebaut wird, forget it, dann ist da keine Wahl, ob es gut oder schlecht war. Mit anderen Worten, der komplizierte Prozess der Geschlechtszellen vom Formung ist durch Zufall entstanden. Die Variationsmöglichkeit, weil wir 46 Chromosome haben, ist so enorm, dass wenn wir diese Zahl nehmen, was ist die Wahrscheinlichkeit, wie viel mehr Variation habe ich, dann habe ich durch den Geschlechtsverkehr, ich habe 23 Chromosome, sie sind in Pärchen von zwei und es ist zwei Möglichkeiten, es geht entweder zu der Zelle oder zu der Zelle, also es ist 2 hoch 23 mal 2 hoch 23, das ist 80, in Englisch ist es Trillion. Also das ist nicht Milliarden, das ist Milliarden, Milliarden. Also ich kann also mit meiner Frau 80 Milliarden, Milliarden verschiedene Kinder zeugen, nur auf diesem zufälligen Aufteilung. Wenn ich dann noch das dazu nehme, dann ist die Variation so enorm, dass sie unendlich ist. Wenn Darwin gewusst hätte, dass alle diese Prozesse eingebaut sind in dem Organismus, um Variation darzustellen, dann hätte er den Gedanken, den Linnaeus gebracht hat, von wegen Gott hat unveränderlich geschaffen. Was hat er mit dem Gedanken gemacht? Er hat ihn weggeschmissen. Denn hier sind komplizierte Mechanismen, die nur ein einziges Ziel haben, um mehr und mehr und mehr Variation darzustellen. Ich glaube,
Gott ist ein Liebhaber der Variation. Also wo kommen die verschiedenen Arten eigentlich her? Erstmal der wilde Typus, sagen wir mal der Wolf, mit seinen 78 Chromosomen hat all die Informationen für alle Canis-Organismen, die wir heute haben. Oder, das ist die eine Möglichkeit, neue Arten können zusammengestellt werden, durch das wir einige Gene einfach ausschalten. Zum Beispiel dieser Fisch hier, der lebt in dunklen Höhlen, der nennt man ihn Cave-Fisch, und der hat keine Augen. Die Augen sind wohl da, aber sie entwickeln sich nicht. Jetzt heißt es, der ist mutatiert und es ist eine neue Art. Wird klassifiziert als eine neue Art? Ich glaube nicht. Ich denke, die Gene für das Auge sind noch da, aber weil das Auge nie gebraucht wird, sind sie einfach abgeschalten. Also durch Ausschaltung von Gene, vielleicht auch durch den Verlust eines Gens, durch eine Mutation, ist ja auch möglich, können wir eine neue Art haben. Aber wahrscheinlich nur durch Ausschaltung wird es klassifiziert als eine neue Art, obwohl es eigentlich nur eine Variant einer vorigen Art ist. Wir haben Vögel, die keine Flügel entwickeln, weil sie gut adaptiert sind ohne Flügel. Sie kommen wahrscheinlich oder natürlich aus anderen Vögeln, die Flügel haben. Aber weil die Variation so enorm ist, können wir Gene ausschalten. Der Flügel braucht nicht mehr im Phänotyp zur Deutung zu kommen. Die Wissenschaft sagt, neue Art. Ich sage, neue Variant einer vorigen Art. Also wir können dadurch neue Arten kriegen. In der Wissenschaft wissen wir, dass wir durch Austausch zwischen zwei Arten was Neues kriegen können. So wie zum Beispiel das Pferd und der Zebra sind zwei Arten. Und hier haben wir eine Vermischung, in diesem Falle unfruchtbar. Aber bei vielen Insekten, vielen Pflanzen fruchtbar. Also durch Austausch, Vermischung zwischen Arten kann man was Neues kriegen. Das ist nicht Evolution, das ist Rekombination von etwas, was schon besteht. Der Lepjack, das ist ein Leopard und ein Jaguar und wiederum nicht sehr fruchtbar, aber bei anderen Tieren ist es durchaus möglich. Dieses arme Tier hier ist eine Vermischung zwischen einem Schaf und einem Bock. Und das passiert nicht in einem natürlichen Zustand, sondern da haben die Wissenschaftler die Vierzellstadium des Embryons genommen, die Zellen zerteilt und ein Schafembryon und ein Bockembryon zusammengesetzt und wieder in einer Surrogatmutter hineingespritzt. Und dieses arme Viech hier ist das Resultat. Ist das was Neues oder ist das eine Rekombination von was schon da ist? Die Information liegt ja in den Chromosomen. Wer und was wir sind, liegt in unseren Chromosomen. Jetzt kann es sein, dass ein bestimmter Organismus zum Beispiel eine Zusammenschmelzung hat von einem kurzen Chromosom, sagen wir mal einem akrozentrischen Chromosom, mit einem längeren zweiarmigen Chromosom und dann gibt es einen ganz langen Chromosom. Das nennen wir ein Tandem Fusion, die sind zusammengeschmelzt. Jetzt hat der Organismus was? Weniger Chromosome, ja oder nein? Er hat jetzt weniger als vorher. Hat die Information sich geändert? Nein. Denn wenn wir nach der Genkartierung betrachten, hier oben, dann der Strich, dann das, 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 und wir schauen uns das hier an, es ist das Gleiche. Das ist da, das ist da, das ist da, und. Alles ist noch da. Nichts hat sich geändert. Nur die Kombination, in dem es verteilt wird, hat sich geändert. Und somit, dieses Tier hier, das ist der Irland, der hat so eine Mutation. Der hat so eine Zusammenfügung von Chromosomen, ein Tandem Fusion. Und das ist der größte Antilop der Welt, der Irland. Und wir sehen, der hat diese Streifen auf der Seite. Und er hat dieses Horn, das so gewirbelt ist. Der hat so eine Mutation. Und das ist der Kudu. Der hat auch beim Männchen so ein Horn, das so gewirbelt ist. Sieht
anders aus, hat aber auch die gleichen Streifen. Und das hier ist der kleine Kudu. Das war der große Kudu, das ist der kleine Kudu. Das sind nur Weibchen, die haben auch die Streifen. Das Männchen hat auch diesen gewirbelten Horn. Gleiches Tandem-Zusammenfügung. Wie heißt der denn jetzt wieder? Der Nyala. Das ist ein Weibchen-Nyala. Da sehen wir die Streifen. Das Männchen sieht ganz anders aus. Da ist er. Schwarz mit weiß auf dem Rücken, hat auch die Streifen und das gewirbelte Horn. Alle diese Arten sind verschieden klassifiziert als verschiedene Arten durch die Wissenschaft. Das hier ist mehr im Norden, das ist der Bongo, hat auch die Streifen, auch dieses gewirbelte Horn. Und den hier, den finden wir mehr im Norden in Namibien und in Mittelafrika. Das ist der Sitatunga, ein kleinerer Bock, hat auch die Streifen und das gleiche Horn. Meine Frage jetzt, alles verschiedene Arten oder verschiedene Lieder von dem gleichen Instrument? Ist das nicht Variation der gleichen Art? Die haben alle die gleiche Zusammensetzung, aber in verschiedenen Umgebungen kamen die Gene anders zum Ausdruck. Jetzt können wir schon langsam die Frage beantworten, wie viele Tiere gingen denn eigentlich in die Arche? Wenn wir das scharf stellen können, nehmen wir mal die Hunderasse und den Wolf und den Fuchs und so weiter. Hier, der hat 78 Chromosome, wie gesagt. Also die Variationsmöglichkeit nur von den 78, wenn es beim Menschen schon 80 in Englisch Trillionen waren, dann ist es ja schon enorm. Also wie viel Variationsmöglichkeit hier mit diesem Wolf? Enorm. Der Wolf, der bewegt sich in Gruppen, sie tauschen oft genetisches Material aus, sie blieben bei ihren 78 Chromosomen. Aber die anderen Arten, so wie die Füchse, die bleiben mehr zusammen in kleinen Gruppen, in Höhlen. Da gab es viele Zusammenschmelzungen der Chromosome. Also ein Fuchs hat nicht 78 Chromosome, aber die verschiedenen Füchse haben zwischen 38 und 78 Chromosome. Aber wenn wir die verschiedenen betrachten, die es so gibt, und wir sehen uns, sagen wir, einen Fuchs an, der 38 Chromosome hat, dann hat er ganz lange Chromosome, wogegen der Wolf ganz kurze hat. Und wenn wir sie nebeneinander hinlegen, dann sehen wir, dass die gleiche Information ist da, nur zusammengeschmolzen. Das ist also ein Klavier mit verschiedenen Musikstücken, aber es bleibt immer noch Klaviermusik. Diese sind also Varianten von einer Urform und die Gene sind eigentlich alle gleich, werden nur selektiv anders aktiviert. Die Variation hier in dem Hund von klein zu groß und die Variation in Canidae, hier verschiedene Arten, ist diese Variation mehr wie diese Variation? Nein. Und genetisch, wenn wir Kartierung machen, ist dieselbe Information da, sie kommt nur anders zum Ausdruck. Also von allen diesen Arten, wie viele mussten in die Arche? Ein kleines Pärchen. Wir brauchen nicht die Eiche vollstopfen mit jedem Variant, den es in der Welt gibt. Also von den zig Varianten können wir sie jetzt reduzieren auf eine viel geringere Zahl von ganz bestimmten Organismen. Wir kriegen sogar Varianten und neue Formen von Organismen, wenn der Heterochromatin, das ist Information, die nie zum Ausdruck kommt, sich ändert, weil sich das andere dann ein bisschen ändert. Also noch eine Möglichkeit. Robertsonian Fusion, zwei kurze werden einen langen, aber die Information ist ja immer noch da. Die Hausmaus, wie heißt die jetzt wieder? Musculus, denke ich. Und die andere Maus, die ihr sehr gleich ist, heißt Mus Paschiovinus. Mus Musculus hat, wenn ich mich richtig entsinne, ungefähr 22 Chromosome.
Und Muspasiovinus hat viel, viel mehr Chromosome. Aber es sind alles kurze Chromosome. Wenn sie neben die langen hingelegt werden, haben sie genau die gleiche Information wie hier. Das ist nämlich so eine Robertsonian-Zusammenschmelzung, wie wir hier haben. Also zwei Mäuse, die Wissenschaft sagt zwei Arten, aber eigentlich ist es das Gleiche mit einer anderen Auseinandersetzung und Aktivierung der Gene. Viele Organismen, Antelope Ground Squirrels beim Bering Strait, an der einen Seite so viel Chromosome, an der anderen Seite eine Art mit ein bisschen mehr oder weniger, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, zwischendrin etwas anderes. Verschiedene Seiten von einem Fluss, allopatrische Speciation, hier so viel Chromosome, da etwas mehr, sie werden als zwei Arten klassifiziert. Aber sie haben alle solche Zusammenschmelzungen. Das ist nicht neue Information. Das ist Umbau und wieder andere Herstellung von der gleichen Information. Und dann was ganz Besonderes. Es gibt die Möglichkeit, um einen bestimmten Gen rauszuschneiden wie mit einem Messer und wegzunehmen von da, wo er liegt und woanders einzubauen. Und zwar gibt es ganz bestimmte Enzyme, die das machen. Und sie gehen hin und schneiden den raus, translokieren den Gen, zu einer anderen Stelle und genau wo er hin muss, bauen sie ihn ein. Wir nennen das Jumping Genes, hüpfende Gene, Translocation of Genes, Umbasteln von Gene. Und das macht auch Sinn. So zum Beispiel kann man binnen einer Generation von einer kleinen Ratte zu einer Riesenratte gehen, wenn man so eine Translokierung herbeibringt. Mit anderen Worten, der ganze Mechanismus, den wir hier haben, hat er was Neues dargebracht oder hat er die Information nur umgebaut? Die Information ist nur umgebaut. Also erstens, eingebaute Variation in Genotypus. All die verschiedenen Gene, wie sind sie zustande gekommen? Was war die Wahl? Zufall oder Schöpfung. Wenn es Zufall ist, dann musst du in diesen Gott der unwahrscheinlichen Möglichkeit glauben. Oder Schöpfung, dann sieht man diese Variation als eingebaut durch einen Gott, der ein Liebhaber ist von Variation. Und weg mit dem Gedanken, mit dem Darwin aufs Meer ging, dass alles unveränderlich geschaffen wurde durch Gott. Austausch zwischen Geschlechtern. Das ist eine Veränderung, die den Genotypus verändert, sodass da mehr Variation in dem Phänotypus kommt. Wie ist das entstanden? Zufall oder Schöpfung? Das ist die einzigste Möglichkeit. Drittens, Independent Assortment, dass die Chromosome unabhängig voneinander entweder nach oben oder nach unten oder umgekehrt gehen können. Während der Meiose, das bringt die 80 Trillionen Varianten bei dem Menschen alleine. Zufall oder Schöpfung? Die Überkreuzung, den Austausch von genetischem Information, so kompliziert. Wissen Sie, was da passieren muss? Der Gen muss genau gegen seinen Mitgenen liegen. In anderen Worten, das vom Vater und das von der Mutter genau nebeneinander. Und dann müssen sie genau geschnitten werden, die Gene. Und dann umgetauscht werden. Ups. Wenn da nur ein Buchstabe zu weit geschnitten wird, wie heißt der Satz dann? Also das muss immer genau geschnitten werden. Zig mal nacheinander. Nicht einen kleinen Fehler. Nichts ist erlaubt. Zufall oder Schöpfung? Es ist so kompliziert. Die Wissenschaft versteht es heute noch nicht mit all ihrem Wissen. Die Rekombination von Chromosomen, die es möglich macht, um vom Wolf, sagen wir mal, zum Fuchs zu gehen. Sie können nicht mehr auspaaren, können nicht mehr paaren heutzutage, natürlich wegen diesen Unterschieden, aber ursprünglich. Und das braucht nicht sehr lange sein, kommen sie von einer Art.
mit der gleichen Information anders gespielt. Das ist auch Zufall oder Schöpfung. Und dann diese springenden Gene, Zufall oder Schöpfung. Hier sind mindestens 6 Mechanismen, die da sind, um nichts anderes herbeizubringen als Variation. Ist Gott ein Liebhaber der Variation, ja oder nein? Ja, absolut. Jetzt habe ich aber eine andere Frage. Jetzt bin ich ein bisschen vielleicht auf Glatteis. Aber macht ja nichts. Ich frage sie trotzdem. Wenn Gott verantwortlich ist für die Variation, welche Rasse ist dann die beste? Keine. Ist das richtig? Also der ganze Gedanke von einer Rasse ist besser als die andere, die kommt von wo? Von unten oder von oben? Ich denke nicht, sie kommt von oben. Und wenn das so ist, dann möchte Gott haben, dass wir füreinander Verständnis haben, dass wir nicht aufeinander herabsehen, dass wir einander verstehen, so wie wir es tun sollten und voneinander lernen können, von unseren Schwächen und von unseren starken Punkten lernen können. Wir müssen das Anderssein des Anderen akzeptieren, eher als immer nur verurteilen. Der ganze Gedanke des Rassismus, der stammt von wo dann? Der stammt von dem Gedanken, dass durch natürliche Auslese einer besser ist als der andere. Aber wenn das eingebaute Variation ist, dann ist da nicht viel übrig von diesem Gedanken. Hat einer hier noch ein Problem, wenn es viele Varianten gibt, sagen wir mal von dem Vogel Loxops, so wie hier, oder wenn es viele Varianten gibt von den Finken, so wie Darwin sie gesehen hat? Hat einer hier noch ein Problem damit? Ich habe keins damit. Es kann noch viel mehr geben, denn in dem Genotyp ist ursprünglich in der Finkenart, die auf der Eiche war, war da so viel Möglichkeit für Variation, da könnten noch ein paar andere sein. Aber Gott hat Grenzen gestellt. Hier haben wir die Fruchtfliege Drosophila. Und Drosophila ist bombardiert worden durch die Wissenschaft mehr als alle natürliche Auslese und Mutationsmöglichkeiten in der ganzen Geschichte der Organismen auf Erden. Und sie haben es geschafft, um verschiedene Varianten von Drosophila herbeizurufen. Sie haben zum Beispiel Drosophila mit weißen Augen, mit roten Augen, mit kleinen Flügeln, mit langen Flügeln, mit gar keinen Flügeln, mit einem Leib, mit zwei Leibern und. Aber es bleibt immer noch Drosophila. Man hat festgestellt oder ausgerechnet, das haben die Wissenschaftler ja gemacht, dass um nur von einer Art zu einer anderen sich zu entwickeln, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 100 hoch 1000. Wenn 10 hoch 80 die höchste Zahl ist, die in der Physik gebraucht wird für unendlich viel, was ist dann 100 hoch 1000? Puh, ist ja enorm. Es ist nicht möglich, um aus der Barriere einer Kind, einer Art, so wie in der Bibel ist, herauszubrechen. Aber binnen dieser geschaffenen Form ist da eine unendliche Möglichkeit für Variation. Genauso wie da auf einem Klavier mit den ganz wenigen Noten, die es da eigentlich drauf gibt, im Vergleich zu den Genen, es möglich ist, um wie viele Musikstücke zu spielen. Aber man kann sich noch so anstrengen, wenn es nicht ein elektronisches Instrument ist. Es ist nicht möglich, Geigenmusik zu spielen auf diesem Klavier, oder ist es? Nein, es bleibt immer Klaviermusik. Genauso ist es mit den Arten. Also wie viele Tiere waren in der Eiche? Viel weniger, als was heute als Art betrachtet wird. Ich würde es höher stellen auf den Genus, vielleicht sogar in einigen Fällen bei der Familie. Und dann ist es kein Problem, um alle diese Formen in die Eiche hineinzubringen und zu erklären, wie aus diesen
so viele Varianten entstanden sind. Ich hoffe, ich habe euch was gegeben zum Nachdenken. Danke.